Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fable 3. Wir sind nach wie vor böse und haben gerade versucht, auf der Siegesstraße noch ein paar Punkte zu verteilen. Das können wir noch nicht. Wir müssen da erstmal die Quest einlösen und haben dann wahrscheinlich den nächsten Abschnitt frei. Und das wollen wir doch jetzt mal gerade machen. So, jetzt weiß ich... Ach, guck mal, wir müssen noch drei sammeln. Das ist gerade an mir vorbeigegangen. Das heißt, ich quatsch dich mal an. Pass mal auf, und den drücke ich dir in die Nase. Bang! Ist der geil? Hä? Ist der geil? Was soll das? Irgendwas an euch passt nicht. Waffen in allen Formen und Größen. Ach, ja. Für euch! Hör mal auf, dich hatte ich glaube ich noch nicht hier. Riech mal. Der keift, ne? 3 Wochen Knoblauch. Alter Schwede. So, danke fürs Riechen. Ich komme noch mal wieder, wenn ich furzen muss. So, weg mit dir. Hallo? Ich hab da mal was für dich mitgebracht. Nimm den. Gut ist gemacht. Voll geil. Ihr habt in Brightwall ein ansehnliches Gefolge gesammelt. Ja, der riecht, ne? Ich weiß. Keine Angst, sei froh. Wenn ich furze, ist schlimmer. Samuel wird am Stadttor auf euch warten, um euch dieses Gefühl auszudrücken. So, du geh mal weg da und so, da weg. Das ist aller Ehrenwert. Das weiß ich, das ist total ehrenwert, euch alle anzurülpsen und zu furzen. Heute zeigen wir die Großzügigkeit unserer schönen Stadt. Ehrlich? Zu lange haben unsere Nachbarn in den Bergen still gelitten. Und nun helfen wir ihnen. Doch dies wäre nicht möglich gewesen ohne den Mut und die Entschlossenheit einer Frau. Warum schiebt mich das Hündchen durch die Gegend? Von heute an ist das auf Steroiden? Kennen wir euch als die Helden von Brightwall. Vor eurem Aufbruch bitten wir euch um eines. Na, wie wir um euch was? Treu geloben, hoffen wir, dass ihr gelobt, Brightwall zum alten Ganzen ja, aber natürlich. Zu führen und die von eurem Vater gegründete Akademie wieder zu öffnen. Genau, ist so kein Problem. Weiß genau wie meine Ex-Frau. Belobigungen sind dafür da, um gebrochen zu werden. Ist voll cool. Jawohl. Gut, sehr gut. Ich habe nicht wenige von euch erwartet. Diese Freiwilligen tragen die Waren zum Vagabundenlager. Bestellt ihnen unseren Segen. Ich hoffe, ihr kehrt einst nicht als Heldin, sondern als Königin zurück. Ja, als Superheldin. Ich furze euch dann alle unter die Nase. Da wedelt aber der Rock. So, geht zum Vagabundenlager. Mein Laden läuft noch, das ist doch auch was. Nö, das ist nix. Das würde ich nämlich jetzt gerne versauen. Geht nur nicht. Also, zum Vagabundenlager. Ich glaube, wir machen das Ganze per Schnellreise. An der Wand findet ihr Verträge, die eure Versprechen an die Menschen von Albion repräsentieren. Ja, aber zum Beispiel die, seht ihr dort euren Vertrag. Ihr habt etwas Wundervolles für diese armen Menschen in den Bergen getan. Ich weiß. Ich hab den einfach mit Überzeugung vor die Nase gefurzt und gerülpst. Das war super toll und da hat sich jeder was von angenommen. Die waren alle froh, als ich weg war. Unsere Heldin ist da. Mit guten Nachrichten. Und Essen. Das Ding geht nicht auf. Wie geht... Oh, um ehrlich zu sein... Ich hätte nie gedacht, dass ihr sie findet. Boulder.
Ein Segen, meine Freunde. Wir sind eine Allianz eingegangen, die uns das Leben gebracht hat. Eines Tages wird sie uns viel mehr bringen. Wir fordern nur noch eins, bevor wir an eurer Seite kämpfen, Heldin. Boulder, versprecht, dass ihr die alte Pracht dieser Berge wiederherstellen werdet und dass ihr unser Recht hier zu leben schützt. Und versprecht, dass ihr Logan auf das Härteste bestrafen werdet. Versprochen. Dann mögen wir von den dunklen Stürmen der Wut ins Schloss getragen werden. Da werdet ihr euch noch gedulden müssen. Wir stehen immer noch allein gegen eine ganze Armee. Wir brauchen Leute. Klar, dass ihr mit Logik und Vernunft kommen würdet. Ihr habt uns einen Festschmaus gebracht und wir dürfen wieder jagen. Wir werden einfach weiter essen und trinken. Ja, und ich darf mich gleich wieder rasieren. Richtig, Boulder? Das sieht ja furchtbar aus. Er ist sehr glücklich. Dabei war ich doch eigentlich scheiß sexy für eine Frau. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir nämlich endlich den nächsten Abschnitt frei. Meine Güte. Jetzt holen wir uns das Unternehmerpaket. Und dann wird richtig abkassiert. Ihr habt einen Verbündeten gefunden. Ohne Kämpfer wie Sabine und seine Männer auf eurer Seite hat die Revolution keine Aussicht auf Erfolg. Jo, ganz genau. Also macht doch mal Platz und hallo, lass mich da mal bitte rein. Danke. Spaßvogel, Färbemittel, Schmieden, Konditor, Laute. Bitte? Warte mal, bitte was? Spaßvogel, Färbung, Schmieden. Das kann doch nicht sein, dass das Unternehmerpaket erst da hinten kommt, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Im Ernst, das macht doch gar keinen Sinn, wenn das Unternehmerpaket, das habe ich das... Das gibt's doch gar nicht. Moment mal. Laute. Konditor. Magie. Schmieden. Familienpaket. Fernwaffe. Nahkampf. Liebhaber. Vermieterpaket, Schockzauber, Freudeausdruck, Magie, Fernwaffe, Färbemittel, Nahkampf. Hier bin ich schon wieder am Anfang. Im Ernst jetzt, Also, kam das vorhin auch so spät? Das kann doch nicht sein, oder? Ich meine, das ist doch, wollen wir jetzt mal gucken. Ein Abschnitt. Zweiter Abschnitt. Dritter. Vierter. Fünf. Sechs Abschnitte. Das kann doch nicht sein, oder? Im Ernst. Das kann doch nicht sein. Kann das sein? Verdammt. Oh, Menno. Das ist aber jetzt nicht schön. Sieht aus wie eine Kreuzung aus einem Troll und einem Horst. Ich habe mich so drauf gefreut jetzt. Ich bin unglaublich stolz auf das, was ihr erreicht habt. Aber es gibt noch viel zu tun. Und ich weiß, wo wir neue Verbündete... Ihr könnt diesen Laden kaufen.
Unternehmerpaket. Komm, also das kann doch nicht sein. Die Revolution kommt gerade ins Rollen. Als Vermieter kann ich hier schon. Ich habe den Vertrag mit eurem. Das kann doch nicht sein. Wann kriege ich das denn frei? Komm, dann fangen wir erstmal hier mit Vermieten an, ne? Reparieren, ja, erstmal hoch damit. Das Glück schnell getrübt. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? So, vermieten, ja, natürlich, logisch. Und reparieren. Das gleiche Spiel. Kaufen und vermieten. Natürlich. Reparieren. Halt, Moment mal, Moment mal. Miete anpassen. Wir sind ja eine Missgeburt geworden. Also setzen wir es erstmal auf hoch und ziehen es später nochmal richtig an. Ist ja nicht so, dass wir einen lieben Charakter spielen würden, ne? Dann sind wir doch mal Schwein und ziehen das hier erstmal richtig hoch. So, für 1000 können wir aber, glaube ich, noch einen kaufen. Irgendwas Günstiges. Ja, da können wir mit Sicherheit dann auch noch von reparieren. Kaufen und vermieten, aber natürlich nochmal reparieren. Jo, das passt auch. Und die Miete anpassen, dafür zahlt sie erst richtig. So. Läuft. Und ein bisschen Einkommen ist auch gesichert. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier hin. Das machen wir auch mal einmal fix per Schnellreise. Ich habe jetzt keine große Lust, so viel gerade zu laufen. Obwohl ich da eigentlich immer Wert drauf lege, ne? Dass man nicht immer ausschließlich die Schnellreise macht. Okay, hier habe ich gerade nichts, wo ich ansetzen kann. Außer. Ach komm, egal, wir laufen da einfach jetzt rüber. Ach, Walter ist ja auch noch hier. Fauler Sack. So, die Schwebebahn, dann machen wir uns doch mal da auf den Weg hin. Erledigen noch ein paar Wölfe nebenbei. Das ist sogar kein Wolf mehr. Da ist einer. Guck mal einer an. So. Hat sich das doch auch erledigt. Warum geht's hier hoch? Hier oben muss doch da noch irgendwas sein, oder? Das kann doch nicht nur Deko sein. Das nehmen wir doch noch mal mit.
Das gab noch mal ein bisschen Money. Money, Money, Money ist immer gut. Hast du wenig, sei auf der Hut. Hat ein dämliches rumgebrüllt. Oh, okay, es geht nach unten. So, da, friss das mal und dann ist gut. So, Wauzi. Wir laufen weiter. Weiter, weiter, weiter. Weitere Kiste, ja, nee. Weil die richtige Kiste, die ist ja noch gar nicht da. Also nicht die Kiste, die ich haben will. So, hier kommen jetzt noch ein paar Flitzpiepen, ne? Da sind sie schon. Wenigstens zuverlässig. So. Da haben wir noch eine Flitzpiepe. Das hat sich dann auch erledigt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wo ist denn jetzt der Möter? Halb Mensch, halb Köter. Ach, hier. Was? Hallo? Fifi? Hast du nicht gerade hier irgendwie einen Schatz angezeigt? Eine Grabungsstelle? Ja, auf dich ist auch kein Verlass, ne? Ja, das ist total nett, der Bart. So, und das hier ist auch total nett, dass ich dir das voll in die Flasche drücke. Voll ins Gesicht drücke. Ein Projektil am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Oh, da? Nee, du musst hier schon rumkommen. Da war ein garstiger Zwerg gerade zu hören. Ach nee, ach guck mal an hier. Die Spinner vom Dienst. Ich wollte gerade sagen, der Zwerg kann auch noch gar nicht sein. Wir haben die Mission noch gar nicht so weit angefangen. So, und dann hier frisst du mal das und du das und dann haben wir das Ding nämlich durch. So, Dankeschön. Läuft. Ich weiß doch, dass er da ist. Ich habe ihn doch schon gerochen. Über diesen Ort komme ich nicht hinweg. Nein, ich auch nicht. Vor 20 Jahren war es nur eine düstere Leere, mitten im Nichts. Ja, ich weiß. Dann komm hier mal hin und lass uns mal in die Erinnerung schwelgen. Und da kommt sie. Ja. Da kommt sie. Aus dem Nichts gespawnt. Choo-choo.
Die meisten dieser Leute hier fahren direkt nach der Küste. Aber wir machen vorher einen kleinen Weg. Ich hoffe nur, da stimmt was nicht. Ich hoffe nur, da stimmt was nicht. Ja, das hast du richtig gehofft. Sie wird abstürzen! Nein! Doch! Doch, Walter, doch! Doch, doch! Kommt, wir müssen nochmal hinterher. So, Leute, wie immer, danke fürs dabei gewesen sein und lasst ein Like da, lasst ein Follow da, lasst ein Abo da, würde mich wahnsinnig freuen. Wäre auch geil, wenn ihr das nächste Mal einfach so damit bei seid. Dankeschön fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!